Vor 500 Jahren brach der Bildersturm los. Es war in der Phase des Übergangs vom Mittelalter in die frühe Neuzeit. Am 1. September 1523 hat der Reformator Leo Jud in Zürich die Bildersturmpredigt gehalten. Wenige Tage später klirrte es in Kirchen. Leute zerstörten religiöse Bilder und Skulpturen. Der legendäre reformatorische Bildersturm. Die Aggression richtete sich nicht zuletzt gegen die Stifter sakraler Kunst. Was eben noch ein Sakrileg war, fühlte sich nun wie ein Befreiungsschlag an. Zu theologischen Argumenten der Bilderstürmer kamen ökonomische und soziale Faktoren hinzu. Gefährlich war die Karnevalszeit. Da konnte die Stimmung kippen. Bis heute sind reformierte Kirchen bilderlos. Nun ja, fast. Die Ereignisse von damals haben das reformierte Selbstverständnis mitgeprägt. Mehr zum Bildersturm könnt ihr unter www.reflab.ch lesen und den Kunstvlog könnt ihr auf YouTube abonnieren.